tiefblaue Augen, treuer Hundeblick, weiß-schwarzes Fell. Das sind Wörter, die einem einfallen, wenn man an einen Husky denkt. Doch diese lebhafte Rasse hat weit mehr zu bieten. Zum Schlittenhundecamp trafen sich Hundefreunde aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Bereits zum dritten Mal war das eindringliche Gebell der vielen Hunde auf dem Indianerplatz in Nürtingen zu hören. Beim Camp war einiges geboten. Die medizinische Erstversorgung der Vierbeiner war ein wichtiges Thema. Dazu war Tierarzt Frank Merkt aus Esslingen ins Camp gekommen, zeigte den Hundefreunden einige Kniffe und verriet Tipps zur ersten Hilfe an ihren Tieren. In seiner Praxis behandelt Frank Merkt öfters auch Schlittenhunde und hat dabei einige Erfahrungen gemacht. Wir haben geübt, wie das ist mit dem Blutdruck. Ganz einfach am Kiefer schauen, die Arterien und Blutgefäße zusammendrücken, gucken, wie es wieder kommt. Wir haben ihnen im Schenkel den Puls getastet, was man bei uns hier macht. Wir haben über Erbrechen, über Magendrehung gesprochen. Einfach so Dinge, die eben passieren können. Wir haben Verbände an Pfoten angelegt, wenn die Hunde irgendwo sich schneiden. Und haben das einfach jetzt entsprechend geübt, damit die Leute sich trauen, denn das ist ja das Problem, was zu tun, wenn die Situation anders ist. Die meist blauäugigen Vierbeiner sind familienfreundliche Hunde, wie eine Besitzerin erklärte. Sie lieben Kinder und vertragen sich gut mit anderen Hunden. Sobald sie jedoch im Rudel sind, beschützen sie dieses und verjagen Eindringlinge lautstark. Berühmt ist auch das Heulen der Huskies. Die Hunde sind allerdings keineswegs mondsüchtig und singen den Mond an, sondern sie rufen mit dem Heulen ihr Rudel zusammen. In Deutschland finden die ersten Rennen ab Mitte November im südlichen Allgäu statt. Viele Schlittenhundebesitzer träumen, wie vielleicht auch ihre blauäugigen Fellträger, aber vom Yukon Quest, einem 1600 Kilometer langen Rennen quer durch Kanada.